Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Wie geht's euch? Alles super bei euch, hoffe ich mal. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Heute werden wir einen Döner testen gehen, den sehr, sehr viele Leute in die Kommentare unten geschrieben haben. Und zwar Sendling-Spezial in München. Das machen wir jetzt einfach ganz spontan und schauen einfach, was der so gut kann. Viel Spaß in diesem Video. Wir schnappen uns jetzt ganz schnell ein Car2Go und dann fahren wir zum Studio, holen Don ab. Für jeden, den Don nicht kennt, ich zeige euch mal ein Beispielbild. So wird er aussehen. Genauso sieht er aus. Und zu der Story, warum ich diesen Laden nicht so lange getestet habe, komme ich auch noch im Video. Ich kenne diesen Laden schon sehr lange. Wintermütze bei diesem Wetter? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Freunde, warum ich diesen Döner noch nicht getestet habe, zumindest mit Kamera nicht, ist, weil ich kenne diesen Dönerladen. Ich feiere den auch, ich finde den super lecker und so. Ich war zwar jetzt locker eineinhalb, zwei Jahre nicht mehr dort und der spielt für mich auch ganz oben mit. Schauen wir mal, ob es immer noch so ist. Das ist jetzt das Wichtigste. Und da vorne, wenn da jetzt langläuft, ist auch direkt der Dönerladen. Und hier in diesem Gebäude befindet sich jetzt das Studio, wo ich Don abholen werde. Wie lange ich hier nicht mehr war. Wo es geht, auf euch! Das fällt, Rudi. Yeah. Welcome to Munich, people. Er sieht einfach aus wie das Ray-Ban-Model. Ich habe das als Beispiel genommen. Und ich habe Hunger. Auf jeden Fall ist das hier die Area, in der ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe früher. Bei diesem Currywurst-Bus habe ich auch schon mal gegessen. Sehr geile, ich glaube, der macht sogar Kalbs-Currywurst, gell? Der macht nur geile Sachen. Ja, der ist richtig lecker. Yeah. Schön, dass du wieder da bist, Mann. Ich bin nie weg gewesen. Es ist für mich so ein bisschen Déjà-vu jetzt, halt wieder hier aufzutauchen, hier jetzt Döner zu essen. Das ist schon crazy. Schauen wir mal, was der Lauder so kann. Und hier war der Asiate. Was ist das jetzt? Eine Pizzeria? Eine Pizzeria. Crazy. Der hat doch einen asiatischen Koch gesucht vor lange und dann hat er das Restaurant aufgemacht. Da gab es übelst geiles Thai Curry, ich weiß es noch. Diesen Kiosk hier habe ich auseinandergenommen. So viel Durstlöscher habe ich noch nie in meinem Leben gekauft wie hier. Und das Krasse ist, bevor ihr am Laden ankommt, da hier immer eine sehr, sehr lange Schlange ist, gibt schon außen eine kleine Karte, weil die Schlange immer nach draußen ansteht, wo man sich schon mal anschauen kann, was es so gibt. Und da gibt es auch sehr viele coole Sachen. Ich bin ehrlich, ich habe Baklava hier noch nie probiert. Das ist der eine von wenigen Sachen, die ich hier noch nicht probiert habe. Yalla. Hallo, servus. Und Freunde, wenn ihr in den Laden reinkommt, ein sehr, sehr schöner Laden, sehr oft auch drinnen gesessen. Und die haben nicht nur Auswahl von Döner und Dürüm, sondern hier gibt es von Pommes, Adana, Salate, Köfte. Köfte sind hier auch sehr, sehr gut. Die machen auch sehr, sehr gute Pizza. Die Pide feiere ich auch sehr. Ich habe hier eigentlich eh schon alles gegessen. Es gibt Reisgerichte und eine sehr, sehr große Auswahl, was man alles in seinen Döner möchte. Es gibt noch extra Karotten. Wer es feiert, ich bin ehrlich, ich feiere es nicht. Aber wer es feiert, kann sie gerne so haben. Und vier verschiedene Soßen. Käse, eingelegte Weinblätter. Also die haben eine riesen Auswahl auf jeden Fall. Und die Spieße sehen überragend aus, Freunde. Döner, ganz klassisch, gell? Ja. Okay. Zwei Döner, ganz klassisch. Wichtig, ihr habt ja jetzt gerade gesehen, wie ihr den Döner macht, okay? Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die hier einfach immer on point sind. Als allererstes, die Soße wird nicht irgendwo reingeklatscht, sondern die wird schön ins Brot reingeschmiert. Dann Zitrone am Ende, nochmal über das extra dazugegebene Fleisch kommt auch nochmal drauf. Und Sumakpulver. Und Sumakpulver macht einfach in jeder Speise Sinn. Und jetzt, Freunde, gehen wir raus und probieren diesen Döner. Dahin? Irgendwo. Ich habe ganz klassisch genommen, so wie sich ein Döner gehört. Salat, Zwiebeln, Tomaten, bisschen Petersilie, glaube ich, ist drin. Sumakpulver, unten Fleisch, Soße reingeschmiert und oben nochmal Fleisch drüber. Bisschen Zitrone, scharf.
Genau hier beiß ich jetzt rein, Freunde. Ich kann genau eins sagen. Der Döner hier hat sich wahrscheinlich in den letzten 3-4 Jahren nicht verändert. Darauf habe ich gewartet. Let's go! So gut. Knusprig. Saftig. Leicht sauer. Zitrone. Gemüse schmeckst du raus. Und ich empfehle jedem, der scharf essen kann, noch scharf zu nehmen. Richtige Menge an Fleisch, richtige Menge an Gemüse, richtige Menge an Soße. Und wichtig, Soße nicht auf dem Fleisch oder irgendwo dazwischen. Einfach nur ins Brot reingeschmiert. So und nicht anders. Jeder, der es anders macht, in meinen Augen, macht's falsch. Eieiei. Die Fleischschichten, die Gemüseschichten, also ich sag mal die Tomatenschicht, die Salatschicht, die Zwiebelschicht, alles ist in einer Struktur. Und das ist wichtig. Die Hausaufgaben, das ist mein Lieblingsspruch, glaube ich, die Hausaufgaben wurden hier gemacht. Und das schmeckt man und sieht man auch. Das Wetter ist gut, der Döner schmeckt gut. Wir haben hier sogar noch geile Fanta. Fanta Lemon, Elderflower. Das ist Holunder. Die habe ich schon mal in einem anderen Döner-Video benutzt. Ich liebe diese Fanta. Und die sind jetzt erst nach Deutschland gekommen. Überall auf der ganzen Welt sind sie schon längst. Ich sage euch ehrlich, schreibt mir gerne mehr Döner-Videos unten in die Kommentare. Ich bin bei diesem Stück hier angekommen, wo man wirklich sehr viel Fleisch nur noch hat. Dieser ganze Juice, der sich vom Fleisch da drin sammelt. Ich liebe diesen Biss. Ich bin auch ehrlich, hier, da das nicht der größte Döner ist, was ich auch nicht so allzu schlimm finde, habe ich immer Bock, theoretisch noch einen zu essen. Absolut notwendig. Anders geht's nicht. Keine andere Wahl, Leute. Wir müssen unbedingt noch mal einen Döner essen. Ein paar Sekunden später. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe einen Döner bestellt. Einen sehr guten, aber diesmal haben wir kein Chicken, sondern Kalbsfleisch. Ach, krass. Besser, oder? Können wir auch mal probieren. Dann haben wir gleich mal beide probiert. Und nach diesem ganzen Spektakel sage ich euch meine ehrliche, persönliche Meinung. Also ich muss schon mal sagen, sieht ja überragend aus. Das Schönste an diesem Döner ist, ihn locker auszuziehen. Wild. Hammer. Auch gut. Vom Geschmack her. Wir haben jetzt einfach den gleichen Döner, den ich gerade hatte, nur mit Kalbsfleisch. Sag mir, was du schmeckst. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den sogar fast besser. Ja. Übrigens, hier in der Nähe gibt es auch einen Sucuk-Döner. Hier in der Nähe gibt es Sucuk-Döner? Hm? Bei dem Baumarkt in der Nähe. Echt? Mhm. Ich würde sagen, wir essen auf und sehen wir uns gleich wieder. Ein paar Sekunden später. Bruh. Touchdown! Ist einfach aus meinen Fingern gerutscht, Alter. Mach kurz so wenig, Bruder. Ich habe ausgesehen. Okay, danke euch. Ja. Danke, ciao, ciao. Danke, ciao. Das war doch geplant, oder? Ich schwöre, es war nicht geplant. Natürlich extra Teller kaputt machen. Ich habe einfach reingekackt, Bro. Ich habe einfach Teller kaputt gemacht. Mach's gut. Wir sehen uns bald, ja? Ciao, ciao. Freunde, Hand aufs Herz. Ich habe zwar gerade diesen Teller kaputt gemacht, wie der größte Lappen, aber genau, Kuss geht raus auf jeden Fall an Sendling Spezial. Ich kann nicht mehr sagen, wie dieser Döner ist genauso ein Favorite Döner von mir aus München. Und ich liebe diesen Döner. Also ich kann nichts Schlechtes sagen. Nichts. Dieser Döner ist on point. Punkt, Ende, aus. Was ich auch sagen muss, ich kenne diesen Eistee nicht, ja. Azel Eistee. Aber der ist übertrieben gut. Er hat so einen geilen Pfirsichgeschmack. Probiert den auf jeden Fall. Schaut alle vorbei. Hiermit würde ich eigentlich auch das Video beenden. Kuss geht raus. Danke, dass ihr am Start wart. Danke fürs Einschalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Kommentiert unten.
was wir als nächstes so testen sollen. Egal in welcher Stadt, egal in welchem Land, egal wo auf dieser Welt, schreibt es einfach unten rein. Und früher oder später werden wir da landen. Kuss geht raus, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Alle Don auf Instagram folgen ist unten verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Yay. Wie geht die Pfeffermühle? Pfeffermühle. Niemals. Wer die Pfeffermühle von euch kennt, es heißt nichts Gutes, Freunde.